Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Tully, ein neuer Film mit Charlize Theron. Und was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Marlo ist Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter Sarah ist relativ pflegeleicht, allerdings ihr Sohn Jonah hat Anzeichen oder zeigt Anzeichen von Autismus und das stellt sie nicht nur vor Probleme zu Hause, sondern auch in der Schule. Zudem ist sie auch noch hochschwanger und die Geburt steht kurz bevor, dementsprechend sie ist relativ gestresst. Als dann das Kind kommt, wird es nicht wirklich einfacher, denn ihr Mann hat viel zu tun in der Arbeit, muss auch immer mal wieder weg und dementsprechend ist sie sozusagen alleine mit den Kindern. Und ja, dementsprechend schlägt dann ihr Bruder vor, ey, nimm dir eine Nacht-Nanny. Und ihr Bruder ist etwas wohlhabender und sagt, ey, komm, ich würde das Ganze auch für dich übernehmen. Und sie ist erstmal so, nee, hab ich gar keinen Bock drauf, will ich nicht machen, ich will mein Kind selbst umsorgen. Vor allem, was ist denn das Kind nachts, ich kenne diese Person ja gar nicht. Das Kind soll sich bei mir wohlfühlen, nicht bei jemand anderem. Dementsprechend, aber irgendwann sieht sie sich dann vor dem Punkt, ey, ich brauche diese Nachtmutter. Oder diese Nacht-Nanny und dementsprechend ruft sie dann auch die Nummer an, die sie bekommen hat und da kommt dann am Abend schon Tully vorbei und Tully ist ein junges Mädchen, Mitte 20 und die sagt, komm, kein Stress, ich kümmere mich komplett um das Baby und du kannst in Ruhe schlafen in der Nacht und das wird kein Stress für dich werden. Und so entsteht eine sehr interessante Freundschaft zwischen Tully und Marlo und das ist wirklich interessant anzusehen, vor allem, wenn man sich das aber jetzt so insgesamt anschaut. Ohne einen bestimmten Punkt in dieser Geschichte, den ich jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten möchte, würde das wirklich ein Problem werden, weil der Film nur so vor sich hin plätschert. Aber durch die Aufschlüsselung am Ende, wie das Ganze zusammenhängt, ist das wirklich cool gemacht, definitiv. Und ich kann nur sagen, so von der Geschichte her, wirklich durchweg interessant. Und leider vielleicht ein paar Schwächen am Anfang, aber so insgesamt 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch muss ich sagen, macht das Charlize Theron wirklich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so authentisch eine Mutter verkörpern kann. Also hier zeigt sie wirklich, wie gut sie schauspielern kann. Und so vom Cast her ist das insgesamt durchweg solide 3 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, ist der Film in Ordnung. Er macht jetzt nichts großartig Besonderes, aber so solide, sauber, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Tully hat mich echt überrascht, weil der Film erstmal einen auf eine ganz andere Fährte lockt und dann am Ende wird das Ganze, wie gesagt, aufgeschlüsselt, wie das Ganze zusammenhängt und das ist so ein bisschen wow, okay, krass. Und dieser Wendepunkt hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich sage, ey, diesen Film, den kann ich weiterempfehlen, weil er wirklich erstmal einen auf eine komplett falsche Fährte lockt und das ist hier wirklich cool umgesetzt. Dementsprechend von meiner persönlichen Meinung her hier 3 von 5 Punkten und jeder, der jetzt bei dieser Erläuterung hier Bock hatte, irgendwie sich den Film anzugucken, ist es wirklich schön, wie Charlize Theron versucht, sich mit ihren Kindern zu engagieren und diese Freundschaft zwischen den beiden Frauen ist dann auch wirklich intensiv und interessant und das ist toll dargestellt. Dementsprechend so, wer jetzt Bock bei dieser Erklärung oder Erläuterung hat, ins Kino zu gehen, der kann sich den definitiv anschauen. Wer jetzt nicht unbedingt auf diese, ja, also der Film ist wirklich was für Mütter und die dann auch verstehen, wie stressig es zum Beispiel sein kann mit Kindern. Und das wird hier wirklich sehr realistisch und gut umgesetzt. Dementsprechend kann ich das auf dieser Seite hier wirklich nur empfehlen. Ich habe auch Kollegen gehört, die gesagt haben, die jetzt aber auch keine Mütter sind, beziehungsweise die keine Kinder haben, die sagen so, ey, das ist nicht so wirklich meins. Andere, die Kinder haben, diese Erfahrung mitgemacht haben, die haben gesagt, das ist schon sehr authentisch geworden. Dementsprechend finde ich das hier wirklich gut und mir hat es gefallen. Ich fand es kurzweilig, vor allem zum Ende hin wird es wesentlich spannender und ich kann nur sagen, insgesamt ist der Film dann mit 12 von 20 Punkten interessant, solide, kann man sich definitiv angucken, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Wenn nicht, reicht das vielleicht auch zu Hause. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!